meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habt ihr es auf Twitter sehr, sehr häufig angefragt und hier kommt es. Ich zeige euch heute meine Weihnachtsgeschenke, die ich dieses Jahr bekommen habe. Disclaimer, irgendwie, ich weiß nicht, das ist eine YouTuber-Krankheit, das muss jeder bei solchen Videos machen. Ich versuche nicht mit diesem Video anzugeben. Also das erste Geschenk, das ich bekommen habe, kommt von einer sehr, sehr aufmerksamen Freundin. Sie hat sich nämlich gemerkt, dass ich total der Rosenduft-Fan bin. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Sie selbst kommt aus Russland, wohnt aber halt hier in Deutschland. Und ihre Oma war letztens in Bulgarien im Urlaub. Eigentlich war das gar nicht so kompliziert. Auf jeden Fall hat sie da sozusagen von ihrer Oma für mich etwas bestellen lassen. Und das ist ein ganz, ganz tolles Peeling, das ich auch schon einmal benutzt habe. Und es riecht. Also wenn ihr Rosen mögt, es riecht einfach nur nach purer Rose, aber nicht so gekünstelt oder so, sondern echt einfach nur nach Rosenwasser. Es riecht so, so gut. Und aus derselben Serie hat sie mir dann noch so eine Handcreme hier gekauft. Dazu, das fand ich auch noch total süß, hat sie mir so eine kleine Rosenkerze eingepackt und außerdem so Badeöle von Kneipp, weil ich sehr, 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 sehr gerne bade. Dann kommt eine Sache, die mich nicht so sehr überrascht hat. Ich bekomme sie nämlich so seit 3 oder 4 Jahren immer zu Weihnachten von meiner Mama geschenkt. Also es ist keine große Überraschung mehr, aber ich habe mich trotzdem total gefreut. Das ist von Paolo Coelho oder wie der Typ heißt. Keine Ahnung, ich habe kein einziges Buch von ihm gelesen. Ein Kalender für 2015. Das ist einfach alles sehr bunt und sehr so happy und es macht einfach Spaß, da wirklich was reinzuschreiben. Ich meine, man kann es eigentlich auch alles ins Handy reinschreiben und so oder in den PC, aber ich bin immer noch ein Mensch, der gerne ins Heftchen so richtig mit einem Kuli was reinschreibt. So. Die nächste Sache wird ein bisschen gefährlich sein, euch zu zeigen. Ihr wisst ja, ich stelle mich manchmal bei solchen Sachen ein bisschen an. das habe ich von meiner Tante bekommen und sowas gibt es häufiger mal auf Weihnachtsmärkten und so zu kaufen. Das ist so ein kleines Teelichtspiel. Ich weiß gar nicht, wie man die Dinger nennt, aber man konnte das so selbst zusammenbauen und wenn ich es jetzt einigermaßen gerade halten würde, dann könnte man vielleicht sehen, dass sich durch das Licht und durch die Wärme das obere Teil hier anfängt zu drehen. Also sowas wollte ich immer mal haben und oh oh. Oh oh. Doppel oh oh. Ich habe gleich noch was mit einem Teelicht, das ich euch zeigen wollte. Also ihr werdet mich so auslachen für die nächste Sache. Ich weiß nicht. Wenn ihr meine Videos schon ein bisschen länger schaut, vielleicht ist euch aufgefallen, ich bin ein ziemlich großer Teetrinker. Ich liebe Tee. Und es ist immer ziemlich einfach, wenn jemand fragt, hey, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Zu sagen, ach ja, so ein guter Tee wäre eigentlich immer ganz schön. Das habe ich dieses Jahr zu vielen Leuten gesagt. Passt auf. Es hat alles ganz entspannt mit 3 Tees angefangen. Diese 3. Habe ich von meinem Papa bekommen. Wir haben hier einmal Mango-Limette. Dann Cranberry Orange und Apfel Ingwer von der Firma Tea Friends. Aber es geht weiter. Dann habe ich nämlich noch diesen hier bekommen. Kräutertee Rooibos von, oder Rooibos? Ich weiß nicht. Von Das Gesunde Plus von DM. Diese 2 hier, die meine Mama mir noch aus Polen mitgebracht hat, von Vitax. Das ist einmal Himbeere und so Brombeere und Grapefruit und Orange. Schwarzer Tee. Noch mehr schwarzer Tee. Mehr schwarzer Tee. Meine Familie meint das tatsächlich ernst. Bei dem hier konnte ich nicht einmal lesen, was das eigentlich sein soll, weil hier sehr viel auf Türkisch draufsteht. Deswegen habe ich davon einfach so ein Foto an Nihan geschickt und sie sollte mir das übersetzen. Ich habe aber vergessen, was es war. Aber ich spiele es euch kurz ab, dann wisst ihr es. Moment. Auf deinem Tee steht drauf, Günaydın, Güney başlayın. Das heißt, guten Morgen, starten Sie schön in den Tag. Es ist, glaube ich, ein Tee, kann das sein? Marmara. Also es ist eine Teemarke, glaube ich. Ja, so viel dazu. Hab dich lieb. Jetzt kommen wir zu der zweiten Sache mit dem Teelicht. Die passt nämlich gerade ganz gut ins Thema. Ich habe eine Teekanne bekommen und dieses Ding. Heißen die Stöfchen? Ich glaube, die heißen Stöfchen. Ich habe sowas auf jeden Fall gebraucht. Die sind echt gut, damit der Tee in der Kanne länger warm wird. Eine Sache, über die ich mich außerdem auch wirklich sehr gefreut habe, das ist ein Gutschein, den ich von meiner Tante geschenkt bekommen habe. Und der ist einfach für so ein Möbelgeschäft, für Ostermann und ich glaube auch für Trends. Keine Ahnung, ob man das kennt, aber hier so in der Nähe gibt es ein paar davon. Dann noch etwas aus dem Kosmetikbereich. Das hat mir eine sehr, sehr liebe Zuschauerin per Post geschickt. Und das ist ein Lippenstift von Revlon, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil man Revlon ja nicht einfach so in Deutschland bekommt. Und ich habe ihn noch nicht aufgemacht. Ich wollte ihn euch nämlich hier erst einmal so zeigen. First Impressions mäßig.
Und das ist ein sehr, sehr schönes dunkles Rot, das auch so, wow, der ist sehr cremig, das auch so leicht schimmert. Also echt eine wunderschöne Farbe, die gerade auch sehr in die Jahreszeit passt, finde ich. Von meinem Freund habe ich außerdem so selbstgemachte Pralinen bekommen. Er hat sie nicht selbst gemacht. Die Frau im Laden hat sie selbst gemacht. Ich habe sie tatsächlich schon alle aufgegessen. Ich konnte nicht anders. Die waren so unglaublich gut. Aber ich werde euch mal hier ein Bild einblenden. Ich habe es nämlich auf Instagram gepostet, als die Packung noch ganz voll war. Und er hat mir außerdem, darüber habe ich mich auch sehr, sehr, sehr gefreut, so ein neues Notizbuch gekauft. Das sieht einfach nur so wunderschön aus, finde ich. Das, ja, ist einfach nur so mit weißen Seiten. Und zwar ist mein altes YouTube-Notizbuch voll und deswegen, das wusste er, hat er mir ein zweites gekauft und ich werde es sehr, 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 sehr gerne benutzen. Irgendwie bekomme ich jedes Jahr zu Weihnachten total viele Kalender, ich weiß auch nicht. Das ist nämlich noch einer, den habe ich von meiner Mama bekommen und ich finde den so, so schön. Also die Fotos da drin sind einfach nur so hübsch. Ich mag solche Kalender irgendwie, wo Essen drauf ist und so. Und die letzte Sache, die ich euch noch zeigen wollte, kann ich schlecht ins Bild halten. Sie ist erstens zu schwer, zweitens, wenn die mir hinfällt, dann wäre das wirklich sehr ärgerlich. Und zwar ist das ein Geschenk, das sich so mein Freund und ich praktisch gegenseitig für die neue Wohnung gemacht haben. Und das ist ein neuer Fernseher. Wir hatten nämlich keinen. Also es ist unser erster Fernseher eigentlich. Und den gab es so im Angebot bei, ich glaube, Mediamarkt oder Saturn haben wir den gekauft. Ich weiß es gerade nicht. Ich verwechsel diese Läden immer. Und jetzt haben wir endlich etwas anderes als diesen kleinen Laptop-Bildschirm, um die Sachen zu schauen. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut. Und ja, das war's. Tschüss. Nein, Spaß. Ich wünsche denjenigen von euch, die jetzt noch Ferien haben, eine wunderschöne Zeit. Und die, die zurück zur Arbeit oder irgendwohin halt müssen, wo sie gar nicht so gerne sein möchten, denen wünsche ich, dass euch die Zeit nicht zu lang wird. Ich würde mich am Ende sehr freuen, wenn ihr vielleicht in den Kommentaren da lassen könntet, was so eure Lieblingsgeschenke waren, die ihr dieses Jahr bekommen habt. Oder vielleicht auch, was so das Fail-Geschenk des Jahres für euch war. Und ansonsten sehen wir uns, ich glaube, am 1. wieder. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe es, dass ich bis dahin was hinbekomme. Ja. Und macht es gut. Ciao. Oh, wie ich meine Haare hasse. Also das erste Geschenk, das ich bekommen habe, kommt von einer sehr, sehr lieben Freundin, die total Aufmerksamkeit. Ich hasse es, Thumbnails zu machen. Ich hasse es einfach nur. Soweit ich weiß, ist das eine türkische türkische Firma. Übrigens, erinnert ihr euch noch an den Pulli? Den hatte ich schon sehr, sehr lange nicht mehr an.